ist er. Servus und grüß dich. Ja, ihr habt es schon gesehen, da ist er. Der Kreisschneider 2.0 vom Let's Bastel von Michael Truppe. Ich habe ihn mir gekauft. Nicht, dass es gleich losgeht, die Diskussion. Ich hätte den irgendwo von Michael bekommen. Nein, den habe ich gekauft, weil ihr ganz oft geschrieben habt bei dem letzten Video, wo ich den Vergleich mit den Linealen gemacht habe. Hey, ich wette, der Kreisschneider kommt auch nicht von ihm. Ich wette, der kommt aus China und so weiter und so weiter. Ich blende das mal ein, wenn ich nochmal was finde. Und ich habe etwas gefunden. Die Überraschung. Und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit über den Kreisschneider von Let's Bastel. Aber ich möchte einsteigen mit dem klassischen Kreisschneider. Denn der klassische Kreisschneider. Ihr kennt ihn alle und auch ein Michael Bastel. Let's Do It Truppe oder wie? Nein, Schmarrn. Ein Michael Truppe alias Let's Bastel hat ja auch mitgenommen. Das ist dieser ganz klassische Star M, heißt er, glaube ich, vom Dieter Schmidt. Ich verlinke ihn euch unten in meiner Videobeschreibung. Den hat der früher genauso verwendet. Und ich muss sagen, ich hatte bis dato noch nie einen Kreisschneider in der Hand. Also noch nie, bis mir der Studelbastel mal gegeben hat. Der ist Sanemoner, das ist von Max Works. Bussel geht raus, merci fürs Leihen, weil ich selber hab keinen. So, jetzt haben wir gedacht, okay, wie das Ding das erste Mal herkommt, dann haben wir gedacht, ey, was ist denn das? Und jetzt gehen wir auf so ein paar Details ein, die, wo ich sehe, wo ich mir schon denke, bevor ich ihn benutzt habe das erste Mal, es kann doch nicht gut gehen. Und zwar folgendes. Wenn ich mir den hier so anschaue, dann gibt es einfach drei wichtige Faktoren, die mich stören, schon bevor ich ihn benutze. Und zwar erstens, ich kann das Ding nicht so benutzen. Das dachte ich mir jedes Mal schließlich. Ich hasse es ja schon bei Großmaschinen, wenn ich ständig irgendein Werkzeug in Hand nehmen muss, um das Werkzeug zu verstellen, wenn es nicht integriert ist. Ist bei so einem, sag ich mal, 30-Euro-Gerät, aber meistens so. Stört mich aber persönlich. Deswegen war die Entscheidung später bei Michael. Ja, egal. Jedenfalls, Messer, habe ich mir gedacht, okay, hä, wie könnte es? Dann dachte ich mir eh schon, ja, habe ich bestimmt verkehrt reingemacht. Aber was ich wirklich schlimm fand, ist hier, also wer kennt einen Schlangenbohrer? Wer damit gearbeitet hat jemals, der weiß ja auch, was denn dieser Schlangenbohrer verursacht oder was der genau tut. Denn sobald diese Spirale auf das Holz, aufs Material trifft oder auf was auch immer ihr da versucht zu bohren, ja, ich vermute mal, wir können auch versuchen, Metallkreise zu schneiden. Aber wenn dieser Schlangenbohrer hier aufs Material trifft, dann bohrt der sich ja hier so rein und dann ist es wie eine Schraube. Und dann macht und nicht, dass der Bohrer dann praktisch nach unten gezogen, was eigentlich so, wenn du einen Druck gleichmäßig ausübst, dass es dasselbe Verfahrweg ist, das schaffst du gar nicht. Das heißt, dein Material, wenn wir jetzt hier den Karton von Michael, wenn ich den Karton nehme und ich fahre da rein, sobald das Ding sich reingeschraubt hat, zieht es mir das Material nach oben. Wir machten sowas mit Kreis. Und dann ist mir das nächste aufgefallen, das Ding ist ja ellenlang. Wir haben das erste Mal gebohrt und ich habe voll in die Platte reingebohrt. Und was passiert? Puch, unten Platte, es zieht sich fest, du hast eine riesige Katastrophe. Also dann haben wir, wer erfindet denn so einen Schrott? Und dann haben wir echt gedacht, okay, schau dir mal wirklich den Kreisschneider von Michael an. Und das machen wir jetzt gemeinsam, denn das unterscheidet sich genau von dem, was ich sage, bei diesem günstigen Modell. Und das, wenn er berücksichtigt, dann seid ihr schon beim ersten Schritt, warum der einfach doppelt so viel kostet wie der, aber ihr deutlich besseres Material habt. So, jetzt schauen wir mal. So, ich lege den da zum Vergleich jetzt irgendwo da so mal her. Das packt man aus. Also das ist wieder dasselbe Thema wie bei meiner Anna. Muss die Verpackung sein, du zahlst dafür mit. Ja, du weißt schon, Frauen sagen einmal, oh, Verpackung kauft mit und das ist ein Verkaufsschein, aber für mich nicht so. Ah, hier. Ihr habt da schon mal eine Gebrauchsanweisung drin, wie man es einstellt, wie die Klingen richtig eingesetzt werden und so weiter. Und dann sehe ich, ich habe die Klinge doch richtig reingebaut. Gut, passt. Schon mal ein Punkt für mich bei dem anderen. Huhu, 1-0 für den alten. Jetzt aber holen wir sich mal den neuen raus. Ich habe ihn genau einmal bisher benutzt. Ein einziges Mal. Einfach nur zu sehen, wie er ist. Also wenn ihr jetzt vergleicht, fällt euch sofort was auf. Erstens, Gewicht. Also der ist deutlich leichter als der. Das ist natürlich eine Masse, die sich dreht, deutlich schöner zu bewegen. Das heißt weniger Kraft. Was aber mir auffällt, und das war eins der wesentlichen Punkte, warum ich diesen Kreisschneider wollte dann. Ich drehe auf, stelle mein Maß ein, verschieb's. Das ist einfach. Nichts anderes. Nur simple, go. Es ist fest. Da rutscht auch nichts. Geil. Eine saubere Skala. Nicht sowas wie hier, so Schätzeisen. Und ich kann es schlecht ablesen. Sauber drauf gelasert, also wirklich top, kann man nicht sagen. Und dann, und das ist echt das Wesentliche,
Schaut euch mal an. Die schneiden, und ich kann mal so drunter legen. So, jetzt haben wir hier die Schneiden, ihr guckt, und der Bohrer. Das sind, was ich, ein Zentimeter oder sowas. Das heißt, der Bohrer geht ein bisschen rein, um eine Führung zu haben, und dann kommt der Kreisschneider. Das heißt, ich schneide hier nicht durch 50 mm Material gefühlt, weil bei dem, wenn er guckt, da bin ich nicht unten, und dann geht hier die komplette Spirale rein, was ich mir da reinfräge. Oh Gott, ich muss gerade dran denken, wieder an diesen Vorfall. So, also wir haben jetzt hier einen kurzen Bohrer gegen einen langen Bohrer. Das heißt, Pluspunkt für Michael sein. Dann leichte Verstellung mit der Hand. Super easy. Drehen auf, fest. Mega geil. Wieder Pluspunkt für Michael sein. Dann haben wir hier eine Skala. Die ist hier top gemacht, die ist ja präzise, die ist genau, die ist hier auch genau, aber schlecht abzulesen. Das heißt, Skala für jeden ein Punkt, bessere Ablesbarkeit, ein extra Punkt für Michael. Super. Dann, und das ist für mich so wieder so ein Kriterium, wie gesagt, mega geil. Und zwar folgendes, er hat einen normalen Bohrer hier reingebracht. Also nicht hier wie bei dem, diesen Schlangenbohrer, sondern einen normalen Bohrer. Das heißt, du kannst wechseln, und wahrscheinlich ist es ein Spezialbohrer, das heißt, du musst den wieder kaufen, aber hier ist eine Madenschraube hinten dran. Denke ich mir mal, also kannst du den super leicht wechseln, und es ist ein normaler Bohrer, das heißt, der schneidet ja nicht. Ich kann rauf, runter, wie ich will, rausziehen. Der Schlangenbohrer, wenn im Material ist, den ziehst du nicht wieder raus. Das Ding musst auf einmal durchfahren. Ist natürlich blöd, wenn du von beiden Seiten schneiden willst, weil wenn das Material, gut, da ist das Material ja schnell durchbohrt, aber wenn du jetzt ein dickeres Material hättest, und du willst es anschneiden, dann würde das schon nicht funktionieren, weil sie das Material noch festgeschraubt haben. Das finde ich mega klasse. Aber jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Jetzt lieblobe ich ja hier diesen super tollen Kreisschneider. Der wirklich, guck mal, also man merkt einfach, der Michel, der ist, was das betrifft, kommt er von der Materie. Das heißt, er ist nicht Produktdesigner, er ist jetzt nicht Entwickler, aber er weiß, was sind die Bedürfnisse in einer Werkstatt, worauf legen wir, und da zähle ich euch und mich dazu, Wert in der Werkstatt zu arbeiten. Und das ist Qualität, Verarbeitung und leichte Handhabe, gut Ablesbarkeit. Solche Sachen, das ist wichtig. Das ist extrem wichtig. Von dem her super gemacht. Aber euch interessiert aber euch, was ich hier drin habe. Also die Entdeckung, was da drin ist, ist ja das, was ihr wirklich wissen wollt. Das wollt ihr wissen. Wo scheißt der Michael? Wo hat der Frosch die Locken? Ha? Was hat er sich wieder einfallen lassen? Und ist das wirklich Let's Bastel oder ist das Made in Europa? Ja? Witz verstanden? Total einfach. Das ist ja Europa, und in Europa gelten klare Regeln. Jedenfalls, da gucken wir jetzt gemeinsam rein, und ihr werdet überrascht. Ihr werdet wirklich überrascht sein. Ich war es auch. Aber gucken wir selbst mal. So. Also das ist wirklich was, das haut mich um. Aber wir gucken schon immer ein bisschen immer zur Entwicklung und schauen dann natürlich auch, wer scheißt und wo gibt's was und was kann man wieder Neues auf dem Markt entdecken. Und das war für mich wirklich die Überraschung. Jetzt pass auf. Hä? Was ist das? Hä? Ein Sticker? Ein Zettel? Ja, Leute. Wir haben uns wirklich lang mit dem Thema beschäftigt, also hier hängen ja ein paar mehr Leute hinter euer Konstantin. Und wir haben dieses Modell 2022, ich halte es mal die Kamera, gekauft. Wir haben es gekauft, weil wir nicht mal im Ansatz irgendwas Vergleichbares finden konnten. Es liegt aber auch an diesem Dokument, deswegen habe ich es ausgedruckt und wieder reingelegt, um euch so ein bisschen, na ja klar, Clickbait raufzulocken, aber euch auch ein bisschen so wach zu rütteln. Denn was der Michael hier gemacht hat, das hat Hand und Fuß, und er hat sich da hingehockt, und ich weiß es selbst, was es ist, wenn man ein Patent anmeldet oder was, wenn man dahinter ist, und wenn man es auch nicht schafft. So ging es mir nämlich, ich habe es nämlich nicht geschafft, ich hatte einen Fehler drin. So, und bei ihm, da hat der Drucker versagt bei der Tinte, haben wir hier einen Patentschutz, und zwar eine Gebrauchsmusterschrift, die ist da komplett drin, die kannst du hier im deutschen Patentamt, also kannst du hier nachfragen, die Nummer ist aktuell, es kann jeder einsehen, Patent und Markenrecht, da ist alles genau beschrieben, wie das Werkzeug geschützt ist, in welcher Form, in welcher Art und Weise. Mit Bebilderung bedeutet im Umkehrschluss, wenn das jemand nachbauen würde und kommerziell nach draußen verkaufen, nicht mal bloß kommerziell, einfach bloß nachbauen würde, hätte der Michael einen Angriffspunkt für denjenigen, um den abzumahnen, anzuklagen. Und das schreiben sie auch nämlich nochmal drauf. Hier. Geschützt nach, was ich, dien irgendwas, eine EU-Designnummer. Old Fox GmbH. Also der alte Fuchs hat sich das schützen lassen. Und das ist auch gut so. Das heißt, er hat jetzt da 10 oder 20 Jahre Patentschutz drauf. Und das heißt, das ist mit wahrscheinlich ENT als Partner sein Produkt, das durchdacht ist. Das heißt, wenn ihr das irgendwo jemals auf Banggood, AliExpress oder sonst wo sehen sollt, dann könnt ihr sogar Michael einen Gefallen tun. Könnt sagen, hey, Michael, da faket dich jemand. Da kannst du abkassieren. Weil das ist praktisch dann
guter deutscher Erfindergeist, der ausgenutzt wird im Fernost. So, und das würde ich auch hassen. Und ich weiß es, weil ich manche Themen bei mir selbst tierisch auf den Zeiger gehen, weil ich für Sachen zu langsam war. Und da geht es ja schon darum, Patentschutz ist nicht ohne. Also da könnte man in der Autoindustrie nachfragen, was da abgeht patentschutzmäßig. Und ich finde es gut, dass sich mal jemand aus der Community auch dieses Thema, also nicht kreischnell, sondern ein Patent anzumelden. Das ist nämlich nicht ohne. Etwas zu entwickeln, eine Neuheit, das ist nämlich immer ganz wichtig, eine Neuheit zu entwickeln und die dann patentmäßig zu schützen. Das hat er mich ja gemacht. Und dass ich nicht bloß hier schnack und mir blöd daherrede und sage, ah, Michael, toller Kreisschneider, gut gemacht und kopiergeschützt und hast dein Köpfchen bewiesen. Nee, wir schauen uns auch mal, wie eine Benutzung ist, weil es hilft uns nichts, wenn wir nur was reden. Wir wollen wissen, wie er sich im Worst Case schlägt. Das heißt, wir gehen hin an die Bohrmaschine und bohren einfach mal, nur damit wir sehen, wie funktioniert es einfach und auch wie leicht lässt sich's einstellen. Im Vergleich mit dem Alten. Also wir fangen hier mit dem Alten an. Ich will einfach sehen, dass ihr seht, wie das Ding reagiert. Und wenn nicht, schaltet ab, schreibt beim nächsten Video ein. Wir sehen sich dann wieder. Ich sag dann zum Schluss noch ein paar Worte. Aber jetzt geht's ans Bohren, ans Eingemachte. Ach ja, falls ihr Let's Basteln nicht kennt, guckt doch mal vorbei. Ist so ein ganz kleiner YouTuber. Bitte ein Abo da lassen bei dem Mann. Wenn ihr mich kennen solltet. So, weil der schwerer zum Einstellen ist, fangen wir mit dem Maß ein, was da drin ist. Ich glaube, es sind 60. Was haben wir da damals gemacht? Oder? Ja, genau, so knapp 60. Stellen wir dann auch beim Let's Basteln ein, aber vielleicht, ich fange jetzt nicht an hier mit den Schrauben. Habt ihr es gesehen, wie es gehoben hat? Boah, wie sich das runterzieht, das ist irre. Ich muss da voll anhören. Das zieht richtig runter. Jetzt würde ich eigentlich umdrehen, aber ihr seht ja schon, wie tief ich da reinbohren musste. Wahnsinn. Einfach nur Bohrer, das Teil. Das ist mehr Angst und Respekt vor dem Teil als alles andere, weil das zieht dermaßen immer rum. Also ich möchte nicht wissen, wie hier unten die Platte aussieht. Wir sehen ja schon, wie tief das durchgebohrt ist. Wir gucken nämlich dann gleich, was wie weit tief ist. Also, ich habe bei dem Teil echt Angst. Das ist ich brauche mal ein Loch. Okay, dann hole ich mir das Teil aus. Aber wenn ich sowas öfter machen will, dann bin ich, glaube ich, schon froh, dass ich Michael sein habe. Ja, wir spannen den ein und dann seht ihr den Unterschied nämlich gleich sofort. Und jetzt stellen wir sich den kinderleicht ein. Wir gehen jetzt her und wollen 6 cm. Also schieben wir das hier auf 6 cm. Wir sollten natürlich gucken, dass beide gleiches Maß haben. 6 und da auch. Für alle, die sich eben nicht sicher sind, war doch da was dabei liegen, oder? Ja. Ist eine Anleitung beigelegt, das heißt, man kann auch alles nachlesen. Super. Jetzt hätte ich hier auch umdrehen müssen, aber ich hätte können umdrehen, dann wäre es nicht so ausgebrochen. Dann hast du hier auch einen sauberen Kreis, aber der ist schon mal sauber geschnitten. So, wenn ich das mir jetzt anschaue, ich habe das schnell die Kreise hergelegt, aber was ich euch noch zeigen wollte ist, mit dem Schlangenbohrer Kreisschneider, sag ich mal, bohre ich einmal durch die 18 mm Multiplex und in meine gute Baubuche auch noch rein, weil ich so viel gebraucht habe. Das sind auch nochmal, was ich, 6 mm ist der da nochmal drin. Super, das heißt, ich bin ja hier schon bei fast 40 mm Höhe, die ich drunter bauen muss, damit ich eine 6 mm Kreis ausschneiden kann. Und dann hebt es mir ständig die Platte, wie ihr gesehen habt. Das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Und wenn es einfach sein muss und wenn ihr wirklich was wollt, was Hand und Fuß habt, was schön einzustellen ist, was leicht zu bedienen ist, ich kann es euch nur empfehlen. Also von mir ganz klar die Kaufempfehlung und ihr werdet auch nichts Vergleichbares finden, denn wir haben echt lange, wirklich uns lange damit beschäftigt und es gibt nichts mehr ansatzweise. Deswegen haben wir auch gesagt, wir nehmen jetzt nicht die Falke-Kreisschneider oder sonstige, die dann wirklich nochmal 4-5-fache kosten, außer also eine Black Edition vielleicht. Aber ansonsten, Star M, günstiger, könnt ihr gucken, Amazon, Dieter Schmied, was ich habe es euch unten gesagt in der Videobeschreibung. Und wenn nicht, guckt ihr mal, vielleicht hat der Michael die ab und zu mal im Angebot, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich habe dafür, was war das? Ich habe keine Ahnung, was hat der kostet? 79 Euro? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist schon sehr lange her, es war letztes Jahr. Und jetzt haben wir sich entschlossen, das Video zu machen, weil wir eben nichts gefunden haben. Wir haben schon immer wieder spekuliert vorher.
Es hat sich nichts getan am Markt. Der Patentschutz greift einfach. Von dem her trauen sich da sehr wenige europäische Hersteller dran. Ich weiß nicht, wie es in Asien ausschaut, aber aktuell konnte man nichts finden. Das heißt, es gibt nichts Vergleichbares. Ihr könnt ein deutsches Produkt kaufen. Man kann es ja sagen, für deutsche Arbeitsplätze ja auch, weil das ist ja. Ja, da geht's gar nicht. Ist wurscht. Jedenfalls mal ein Pro-Video für den Michael. Nicht bloß über Konter, sondern hat er gut gemacht. Und sonst gibt's nichts mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Dann kein Let's Bastel, sondern irgendwas anderes. Ich muss noch ein paar Halter bauen oder hier bei der Live-Montage oder ich weiß es nicht, was wir da irgendwas denken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich sag Servus, euer Konstantin.